So, meine Lieben, in diesem Video gebe ich euch nun endlich meine Meinung zu diesem ganzen Drama über Dea. Ist sie schlecht? Ist sie gut? Was sind ihre Vorteile und was sind ihre Nachteile? Fangen wir an, was an Dea denn gut ist. Sie bringt auf jeden Fall einen neuen Spielstil mit. Durch ihren Kit erhalten wir Hyper Armor, bedeutet, dass wir weniger unterbrochen werden, während wir angreifen. Des Weiteren wird der zugefügte Schaden an uns reduziert, wenn die Effekte von Deas Fähigkeiten aktiv sind. Dazu kann sich Dea noch selber heilen. Bedeutet, wie gesagt, sie ist nicht so extrem abhängig auf andere Charaktere. Und was ich noch richtig cool finde, ist, dass sie sowohl auf Angriff als auch auf LP skaliert. Ihr könnt sie von daher etwas flexibler bauen. Dann ist noch die Sache, dass sie momentan jetzt in den limitierten Banner ist, kommt dann in 3.6 in den Wanderlust-Banner. Wer jetzt auf Dea verzichtet, geht somit das Risiko ein, sie eventuell sehr, sehr lange gar nicht zu bekommen. Ich persönlich finde noch, dass Dea auf jeden Fall zu den Top-Waifus gehört. Das ist so ein Bonuspunkt, was auch sehr subjektiv ist. Das wären erstmal die groben Vorteile und vielleicht Argumente, warum ihr sagt, ah, okay, deswegen möchte ich sie pullen. Und jetzt kommen wir zu ihren Nachteilen. Ich muss leider sagen, dass Dea wirklich einen sehr schlechten Multiplier hat. Wenn man das mit anderen Charakteren vergleicht, die auch einen Zweihänder nutzen, dann ist es wirklich frech. Schauen wir uns einfach mal beispielsweise die Normal Attacks an, wie da die Multiplier sind. Phase 1 122,8, Phase 2 122, Phase 3 151,5 und Phase 4 188,4. Okay, und das ist bei Stufe 10 gecrowned. Und jetzt gehen wir mal zum Beispiel zu einer Yula. Dazwischen liegen Welten. Und jetzt gibt es so ein Argument, wo die Leute sagen, ja, ist doch logisch, weil Dea ist ja so gesehen kein limitierter Charakter. Ja, okay, schauen wir uns mal die Look an. Stufe 8 Talent, ja, nicht mal gecrowned. Selbst dort hat er eine bessere Skalierung als Dea auf Stufe 8. Der Multiplier auf D-Look ist viel besser und er ist ja ebenfalls ein Standardcharakter. Dann haben wir noch beispielsweise Ito, der auch auf Stufe 8 ist, nicht gecrowned und auch er hat einen besseren Multiplier. Und haltet euch fest, einen 4-Sterne-Zweihänder, in dem Fall hier Sinjan, auf Stufe 8 hat einen besseren Multiplier als Dea auf Stufe 10. Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr sagen, oder? Ich finde es, wie gesagt, absolut schade, weil durch die Normal Attacks hätte man noch ein bisschen was rausholen können. Zum Beispiel in eine Kryo-DPS oder Hydro-DPS-Comp. Als Physical Carry könnte man vielleicht auch noch was drehen. Aber so lohnt es sich schon fast gar nicht, sie auf Normal Attacks zu spielen. Selbst in einem Bennett C6, ja, wäre der Schaden nur okay. Und sonst zu ihren Skalierungen bei ihrer Elementarfähigkeit und ihrer Spezialfähigkeit. Es ist da, es ist auch okay, aber das ist jetzt nicht sonderlich krass. Was das angeht, bin ich relativ entspannt, weil nicht jeder Charakter muss heftig broken sein und alles one-shotten. Die Fähigkeiten sind somit in meinen Augen noch okay. Was ich dann wiederum schade finde, dass ihre Elementarfähigkeit nicht wirklich lange hält, ne? Also nur 12 Sekunden und hat eine Abklingzeit von 20 Sekunden. Wenn man sich zum Beispiel die Elementarfähigkeit von Albedo anschaut, was ja so ähnlich funktioniert, das hat eine 30 Sekunden Uptime, ihr müsst euch mal vorstellen, und eine Abklingzeit von 4 Sekunden. Ich könnte das also jederzeit, wie ich Bock habe, irgendwo hinstellen und das würde halt Damage machen. Bei dir ist es halt nicht so, da musst du halt genau überlegen, ob es sich jetzt lohnt oder nicht. Des Weiteren triggern wir diesen extra Damage im Albedos Feld alle 2 Sekunden und in Dias Feld wäre das alle 2,5 Sekunden. Das ist schon ein Unterschied. Dadurch, dass man so lange warten muss, bis dieser extra Damage landet, verliert man unglaublich viel Schadenspotenzial. Des Weiteren hat Dea kein Self-Infuse, sprich, wenn ich jetzt mit meinem Normal Attack Pyro-Schaden machen will, brauche ich einen Bennett C6. Von alleine kann sie, wie gesagt, nicht infusen, wie zum Beispiel Ayaka, Kishing oder D-Look mit der Ult. Das ist wirklich sehr schade. Und zu ihren Hyper-Armor, das ist zwar da und das ist auch wirklich gut, aber das hält gar nicht mal so lange. Das Ganze haben wir nämlich nur für 9 Sekunden. Dadurch ist man theoretisch nicht 100% unabhängig von einem Schilder. Dann ist es noch so, dass wir beim Einsetzen unserer Elementarfähigkeit noch unterbrochen werden können oder teilweise gefreezed. Und das Einfrieren ist richtig gemein, vor allem dann, wenn wir während unserer Burst sind. Apropos Burst, da verbrauchen wir 70 Energie und während wir in unserer Spezialfähigkeit angreifen, stellen wir keine Energie wieder her. Bedeutet, man braucht wirklich viel Aufladerate für alle, die auf Burst spielen wollen oder eine Batterie. Dann zu ihrer Heilung. Ich finde das unfassbar cool, dass sie sich selber heilen kann. Aber durch diese 20 Sekunden Abklingzeit könnte man vor allem in Spiral Abyss halt wirklich Probleme bekommen. Auch wenn wir weniger Schaden bekommen und uns selber heilen können, man ist so gesagt trotzdem nicht so sicher, als wenn man einen Schild mitnimmt. Mein finales Fazit. Für alle, die Dea extrem feiern und ihr Design lieben, von mir aus, ich kann euch da nicht abhalten. Das ist natürlich eure Entscheidung, aber C0 würde in meinen Augen erstmal reichen. Es geht hier erstmal darum, sie zu sichern, weil, wie gesagt,
Ab 3.6 kann man sie nicht mehr garantieren. Und wir wissen, was bereits in der Vergangenheit passiert ist. Nehmen wir mal als Beispiel Kokomi. Ich habe damals meine ehrliche Meinung und Einschätzung ebenfalls gegeben, nachdem Kokomi offiziell draußen war und nachdem ich sie getestet habe. Und ich muss sagen, dass ich damals auch mehr erwartet hätte und ich war nicht zu 100% happy. Wie hat HoYoVerse darauf reagiert? Sie haben im Laufe der Zeit einige Sachen angepasst und verändert. Die Hydrosonanz wurde zum Beispiel verbessert. Das allein hat Kokomi gebufft. Dann kam noch das Meeresmuschel-Set, womit sie einfach mit ihrer Heilung extra Schaden macht. Dann kamen noch neue Gegner dazu, beziehungsweise einen neuen Debuff, was Korrosion hieß. Dadurch hat man einfach während des Kämpfen extrem viel LP verloren. Und dieser Schaden von Korrosion ignoriert nämlich auch Schilder. Deswegen wurden Heiler wie Kokomi unfassbar wertvoll. Nächstes Beispiel wäre Kazuha. Er wurde genauso gehatet. Es haben sau viele Leute ihn geskippt. Im Laufe der Zeit und nach längeren Tests hat man gecheckt, oha, der ist ja voll krass. Der ist ja wirklich gut. Und sein Rerun hat einen unglaublichen Erfolg gefeiert. Und ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Dann hatten wir diesen Hate gegen Shenhe. Das habe ich von vornherein aber nicht verstanden. Alle Kryo-Teams, die von Shenhe supported werden, rasieren einfach so unnormal. Und ich denke, das realisieren jetzt auch viele. Dann haben wir Cookie Shinobu. Da wurde auch krass rumgeheult. Boah, schlechtester 4-Sterne-Charakter, bla bla bla. Und jetzt schaut mal, wie viele Leute Cookie nutzen. Weil durch die Einführung von dem Dendro-Element hat Cookie einfach so einen hohen Stellenwert bekommen. Und sie ist mittlerweile in so vielen Team-Comps unverzichtbar. Was möchte ich euch damit sagen? Lasst uns hier nicht zu krass aufregen. Ja, ich verstehe, warum sehr viele frustriert sind. Ich bin ja da bei euch. Die Kontra-Argumente habe ich ja genannt. Aber wir können auch nicht in die Zukunft blicken und wissen nicht, was HoYoVerse eventuell noch für Dia geplant hat. Es kann ja gut sein, dass in nächsten Patches etwas kommt, wo Dia auf jeden Fall strahlen wird. Deswegen, Leute, einfach mal chillen. Wenn es nicht passieren wird, ist auch in Ordnung. Ich meine, das ist jetzt kein Wettuntergang. Ich persönlich möchte die Lage noch ein bisschen beobachten und einfach genießen. Schaut euch gerne meinen Dia-Guide an, falls ihr es noch nicht gesehen habt, oder meinen Sino-Guide. Diese Videos sind nämlich schon online. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal kostenfrei. Und sonst sehen wir uns in den nächsten Streams oder Videos wieder. Bye bye, euer High.